Die Bundesgartenschau kommt. In 2 Jahren wird Koblenz anders aussehen. Eine Seilbahn wird über den Rhein führen und eine grüne Stadt als Publikumsmagnet mit der Bundesgartenschau begeistern. So auf jeden Fall sieht es die Planung vor. Wir haben vorab hinter die Kulissen geschaut und bei den Machern nachgefragt, wie die Vision Schritt für Schritt umgesetzt wird. Es ist die Stunde des Handwerks. Denn bevor 2011 die Buga öffnet, packen die Fachleute des Bauhandwerks an. Aktuell in einem spektakulären Auftrag am Rheinufer. Hier wird die Promenade von Grund auf überarbeitet. Fest steht, die Buga selbst wird auch das Handwerk in der Region verändern. Denn die meisten Aufträge bleiben hier. Hans-Peter Faas, Buga-Chef, dazu konkret. Also es sind viele Betriebe tätig, die dem Handwerk angehören. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil es für uns natürlich ein Thema ist, die Region einzubeziehen. Es ist extrem spannend, dass wir die meisten Aufträge in die Region vergeben können, weil, obwohl wir ja europaweit ausschreiben. Trotzdem ist es im Moment so, dass 85% der vergebenen Leistungen, Bauleistungen in Koblenz und in den Landkreisen Main-Koblenz und Rhein-Lahn bleiben. 85% dieser Aufträge. 5% gehen noch in das restliche Rheinland-Pfalz und 10% in andere Bundesländer. Also insofern ist das, was wir hier machen, wirklich Wirtschaftsförderung für die Region pur. Ich denke, ein besseres Instrument gibt es gar nicht. Koblenz im Wandel der Zeit. Gestern, heute, morgen. Keine Frage, die Buga-Seilbahn über den Rhein wird das Stadtbild verändern. Technisch ist das ehrgeizige Projekt gerade bei der Umsetzung eine Herausforderung, die in Händen des Weltmarktführers für Seil- und Standseilbahnen liegt. Wir sind derzeit in der Ausschreibungsphase für die Ausführungsarbeiten. Wir haben sehr enge Abstimmungsgespräche schon geführt mit den vor Ort liegenden Baufirmen, die auch derzeit in der Buga-Realisierung beschäftigt sind. Und wir trachten da immer noch, dass wir auch heimische Unternehmen mit involviert werden. Die werden dann auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die Vorarbeiten zum Bau der Talstation werden demnächst starten. Dann geht es von hier mit einer der längsten freischwebenden Seilbahnen der Welt Richtung Festung Ehrenbreitstein. Die Kabinen, speziell für Koblenz entworfen, liegen dabei 900 Meter freischwebend zurück und überwinden rund 110 Meter Höhenunterschied. Den Blick auf den Rhein, seit Jahrhunderten durch Menschen beschrieben, wird es dann aus einer ganz neuen Perspektive geben. Es gibt ja unterschiedliche Themenkomplexe. Zum einen, dass eben die Bundesgartenschau zum Teil von Handwerksbetrieben gebaut wurde. Zum anderen an gab es aber eine sehr intensive und auch sehr offene Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und mit den Betrieben. Eine gute Chance also, Handwerk über die Buga darzustellen. Die Buga kommt, das Handwerk ist schon da. Derzeit sind wir dran, hier die Bohrpfähle zu betonieren. Wir machen hier die Fußpunktsicherung des Bestands, sprich der Kaimauer. Und die Baumaßnahme geht vom deutschen Eck, die sieht man hinter uns, bis vorne zu den Rheinanlagen. Auf dieser Strecke ist das Bauunternehmen Sonntag aus Dörth im Hunsrück im Einsatz. Maurer und Betonbauer mit einer Schwimmweste ist ein seltener Anblick, doch direkt an der Uferkante unverzichtbarer Bestandteil der Arbeitskleidung. Gerade werden hier 16 Tonnen Beton in eine 10 Meter tiefe Bohrung eingefüllt. Härtet der Beton aus, nimmt er einen 2000 Tonnen schweren Kopfbalken auf, an dem später schwere Rheinschiffe festmachen. Eine spannende Aufgabe mit viel Verantwortung, die natürlich auch die Öffentlichkeit interessiert. Das Interesse ist sehr groß an dem, was wir hier machen. Finde ich aber auch ganz schön. Natürlich ist das interessant, auch für die Leute, wenn man hier sieht, da ist ein Ponton, da ist ein Großgerät drauf. Das sieht natürlich auch sehr interessant aus, ist auch interessant. Und da ist schon ein großes Interesse A an der Technik, aber auch B an der Umgebung. Zur Umgebung zählt der Rhein, der in jeder Sekunde mit 2 Millionen Liter Wasser an den Handwerkern vorbeirauscht. Alltag auf einer Buga-Baustelle 2009, der die Handwerker aber auch stolz macht. Man kommt abends heim, ist es geschafft, aber man fühlt sich gut und da kann man schon auch stolz drauf sein. Also ich als Bauleiter, sowie auch die Jungs, die hier jeden Tag draußen wirklich was leisten und sich wirklich auch viele Gedanken machen, wie man Probleme, die jeden Tag auftauchen, lösen kann. Und das ist schon ein tolles Miteinander, ja. Ein gutes Miteinander aller Buga-Beteiligten, die nicht nur darüber reden. Koblenz im Buga-Fieber. Eine Stadt verändert sich. Maßgeblich schon heute durch die Arbeit von Handwerkern. Um Handwerk, Visionen und Veränderungen geht es auch in unserem heutigen aktuellen Tipp.
Im Rahmen eines Lehrlingsaustauschs nach Wien vom 26. April bis 9. Mai haben Lehrlinge aller Gewerke die Chance, spannende Erfahrungen zu machen und ihr Handwerk in der Alpenrepublik neu zu entdecken. Mitmachen kann jeder Auszubildende im Handwerk ab dem zweiten Ausbildungsjahr. Informationen und Anmeldungen gibt es im Internet unter hbk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Auf der Bundesgartenschau findet sich das Handwerk in den Präsentationen wieder. Freuen wir uns darauf und auf die Zeit, in der sich die Stadt verändert.